Ist aber wieder zu tief, oder? Nee, ist es gar nicht. Passt halt eigentlich. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Disaster. Hier bin ich, der Oberzucker, und ich stehe hier vor meinem Esszimmer, wie vielleicht manche schon wissen. Und wenn man so ganz leicht reinguckt, da sieht man, da ist schon irgendwas. Und ja, ich tue mal wieder hier die Sichtweite wieder hoch, weil ich habe nur so rangezoomt. Und weil es hier in der 1.10 keinen Optifine gibt, muss ich so ranzoomen. Weil wir haben den Server jetzt momentan auf der Version 1.10 Pre-1, also auf der ersten Pre-Release der 1.10. Es ist mittlerweile sogar, glaube ich, 1.10 raus gekommen, aber ich war einfach zu faul zu updaten, deswegen haben wir immer noch Pre-Release 1. Auf jeden Fall hat sich vieles getan, nämlich wenn ich hier einfach mal reingehe, sieht man, wow, das ist fertig. Wenn ich mich hier mal ganz hoch baue und wir das Ganze einfach mal von oben betrachten, dann kann ich ein wunderschönes Thumbnail hier machen. Deswegen ich einfach mal schnell F2 drücke. Fand ich wunderschön. Okay, das war jetzt Quatsch, dass ich will. F1 ehrlich gesagt. Ja, das ist hier mein Esszimmer und hier sind richtig viele Stühle. Hier ist ein wunderschöner Tisch. Jeder hat so eine Kerze so links vorne vor sich. Also wir haben das wunderschön dekoriert schon mal und da kommen noch einige Sachen hin. Das habe ich im letzten Stream gebaut und im vorletzten Stream gebaut und ist ziemlich schick geworden. Habe ich mir ziemlich viel Mühe getan. Hier kommt so ein riesiger Tisch noch hin. Hier ist noch ein riesiger Stuhl noch hin, so aus Gold- und Diamantenblöcken. Da muss ich noch mir ein bisschen Gedanken gemacht. Der Deutsch. Da muss ich mir noch ein bisschen Gedanken gemacht. Da muss ich mir noch ein bisschen Gedanken machen drüber, wie ich das genau bauen will. Oder ich mache es gleich in der Folge, wenn ich genug Diamanten und Gold habe und mir ein paar Blöcke craften kann. Gucken wir gleich mal, wie das aussehen wird. Ja, auf jeden Fall haben wir richtig viele Stühle. So viele Freunde habe ich zwar gar nicht, aber scheiß drauf, wir haben hauptsächlich. Hauptsache, wir haben Stühle, ne? Genau, das würde ich sagen. Ich kann heute mal wieder richtig schlecht Deutsch. Ich will mal gucken, kurz, ob ich genug Gold und Diamanten habe. Denn dann könnte ich tatsächlich hier anfangen. Ja. Machen wir noch ein paar Goldblöcke. Ich könnte tatsächlich anfangen, diesen, was weiß ich, Thron oder so zu bauen. Okay, das kommt da wieder hin. Okay, gucken wir mal, was wir daraus zaubern können. Man sollte auf jeden Fall auf Wolle sitzen, weil es muss richtig angenehm sein. Ich will mal kurz gucken, ob wir irgendwo Wolle haben. Wir haben stinknormale Wolle. Ich glaube, weiße Wolle passt am meisten, weil ich weiß es nicht. Das ist so weich und natürlich und keine Ahnung, es passt immer. Okay, gucken wir mal gleich, was wir zaubern können hier. Kurz essen. Moment, dafür muss ich mich hinsetzen. Nice. Hat sich super gelohnt. Also, der Typ soll auf jeden Fall hier sitzen. Hier sollten vielleicht so die letzten zwei Teppiche weg oder so. Ich brauche mal kurz Slabs, glaube ich. Nee, ich brauche keine Slabs. Doch, ich brauche Slabs. Ich brauche keine Slabs. Da sollte man schon sitzen auf der Ebene, denke ich mal. Und wir einfach mal hier 4 Stück Wolle hin, wo man sitzt. Und nein, 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 das ist schon zu edel. Hier erstmal Eisen. Hier vielleicht noch Slabs, ja. Kommt hier Gold hin. Ja. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Gold. Ich schnau mal kurz eben von Jay was. Wo hat er seine Erze?
Es aber kein Gold hat. Okay, da ich bei Jay nichts gefunden habe, ist meine letzte Möglichkeit, zu Janusz zu laufen. Weil er ist der Einzige, glaube ich, der noch ein bisschen Gold oder irgendwelche Erze hat. Weil sonst jeder in diesem Projekt inaktiv ist. Ja, eigentlich auch. Nur er war mal aktiv. Und da hat er ein bisschen was zusammengesammelt. Och, tatsächlich hat er noch ein bisschen was. Nice. Ich kann eigentlich nicht mehr so 5 Blöcke mit. Merkt er nicht. Okay, auf geht's nach Hause. Also, wo sind wir stehen geblieben? Genau. Hier wollte ich noch die Rückenlehne fertig bauen. Wir sollten vielleicht noch ein bisschen Quarz einbauen. Okay, und wie wäre es, wenn jetzt hier Diamanten hinkommen? Diablöcke. Wie sieht das aus? Ich glaube, wir sollten das doch lieber mit Quarz machen und nicht mit Wolle. Auch wenn Wolle vielleicht so angenehm für das Gesäß ist. Ich wollte jetzt nicht Arsch sagen. Habe ich jetzt doch getan. Ja, ich glaube, ich mache es doch lieber mit Quarz, weil da kann ich mit Slabs arbeiten. So, da habe ich noch ein paar Quarztreppen und ein paar Quarzblöcke sollte ich auch noch irgendwo haben. Ah, da. Daraus mache ich mal ein paar Slabs. Okay, gucken wir mal, was wir daraus zaubern können. Okay, ich brauche kurz ganz normale Quarzblöcke. Und wie wäre es, wenn ich jetzt mit der Treppe hier so außen rum gehe? Und man hier so sitzt. Nee, man sollte schon eins tiefer sitzen. Hier ist aber wieder zu tief, oder? Nee, ist es gar nicht. Passt halt eigentlich. Vielleicht so noch. Vielleicht so noch ein paar Kleinigkeiten. Nee. Aber dann würde ich hier auch Quarz nehmen statt Eisen. Das habe ich nie im Eisen verwendet, ne? Vielleicht hier noch so. Damit es ein bisschen edler aussieht. Sieht denn jetzt nicht ein bisschen zu übertrieben aus, wenn man hier so sitzt? Ich weiß es nicht. Sollen wir das nicht eins tiefer machen, das Ganze? Nee, na, Quatsch. Gib mir das Lab, danke. Ich glaube, ich würde es dann so lassen. Naja. Es geht, oder? Ja, weiß ich nicht, Mann. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann habe ich in die Kommentare damit, oder? Also sonst passt es eigentlich so. Vielleicht so 2 Fackeln noch. So oben hin.
Muss auf jeden Fall wieder eine Kerze hin. Hier so. Oder vielleicht so an der Seite. Nein, hier vorne nicht. Ich weiß es nicht, bin mir ein bisschen unsicher. Es sieht schon nice aus, aber es könnte nicer aussehen, habe ich das Gefühl. Ich weiß es nicht, Jungs. Schreibt mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Auch Verbesserungsvorschläge, was wir noch verbessern könnten. Aber eigentlich geht's schon durch, ja. Würde ich schon sagen. Ja, sieht ganz nice aus. Speichere ich auch mal als Screenshot ab. Sieht schon ganz schnick aus. Ja. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen da. Ja, sonst, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr es tun. Und falls euch das Video nicht gefallen hat, könnt ihr dieses liken. Da habe ich aber noch was für euch. Achso, ich habe fast vergessen, noch Tschüss zu sagen. Tschüss.